Er stammt ganz aus der Nähe, nämlich aus Kirchdorf an der Krems, dort ist er geboren, hat dann in Vöcklabruck die Matura gemacht, die Hackmatura, und lebt jetzt in Wien. Und er wird uns in seinem Vortrag von seinem Wissen erzählen, von seinen Erfahrungen im Social Web und auch aus seinem Leben. Und er lehrt vielleicht so manche Einrichtung das Fürchten, wenn er nämlich sagt, Achtung, liebe Einrichtung, Winter is coming. Hier kam's Martin Habacher. Guten Tag. Zuerst mal, wo ist meins? Entschuldigung, die Technik, ich bin's nicht. Mal eine Frage. Die Personen ganz hinten, können Sie mal die Hände heben, bitte? Letzte Reihe. Ja, gut. Sie können mich also alle hören? Wunderbar. Aber ich möchte Ihnen jetzt, Sie möchten Sie beruhigen, auch für die Menschen in der ersten Reihe bin ich genauso klein wie für Sie da hinten. Okay, also mit Ihren Augen ist alles in Ordnung. Da wir jetzt schon mal den Elefanten im Raum angesprochen haben, möchte ich Ihnen kurz erklären, warum ich überhaupt so klein bin. Hat nämlich alles mit meinem Papa zu tun. Mein Papa hat mit 50 oder 55, wie alle Männer das so machen, sich eine Midlife-Crisis eingezogen. Und wir wissen das ja alle aus Filmen, die Männer kaufen sich dann Sportwagen oder neuerdings beginnen sie Triathlons zu trainieren oder sie checken sie eine jüngere Freundin. Mein Papa hatte nie die Kohle für einen Sportwagen und seine physische Konstitution, die reicht auf keinen Fall für einen Triathlon und für eine jüngere Freundin auch nicht. Also hat er sich ein extravagantes Hobby zugelegt. Er begann zu zaubern. Er hat angefangen mit kleinen Kartentricks, verschwindet Zauber und so, hat aber gemerkt, Hände, die über 35 Jahre hart gearbeitet haben, sind keine chirurgischen Feinwerkzeuge mehr. Also hat er sich auf die großen Tricks verlegt. Messer werfen, Feuer spucken und mit laufenden Kettensägen jonglieren. Und er war gut. Er ist eingeladen worden, engagiert worden, Geburtstagspartys und Co. Und von dem motiviert, hat er an weiteren Tricks gearbeitet. Eines Tages kommt er und sagt, für meinen nächsten Trick brauche ich einen Assistenten. Und ich war so stolz. Shit, ich war stolz. Ich war 9 Jahre alt, 1,56 groß. Was war sein Trick? Ui, 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 ui. Er hat mich aus dem Amt gesägt. Das war der erste Montagswitz, den ich mir selbst ausgedacht habe. Ich habe Behindertenwitze auf meinem YouTube-Kanal Marbacher TV. Übrigens, Sie alle können das abonnieren und sagen Sie es Ihren Kindern und Enkelkindern und Neffen und Nichten. Marbacher TV, bester Kanal im Internet. Und jeden Montag gibt es da einen Behindertenwitz. Empfehle ich für die Rundmail in Ihrer Institution. Einfach mal einfügen und weiterschicken. Bevor ich aber jetzt näher auf meinen Kanal YouTube und Social Media überhaupt eingehe, möchte ich Ihnen eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. In meine Vergangenheit möchte ich Ihnen sagen, woher ich komme, weil anhand meiner eigenen Biografie kann man ein bisschen ablesen, wie die Inklusion behinderter Menschen sich entwickelt hat. Geboren wurde ich 1977, Kirchdorf an der Krems. Die Ärzte waren etwas überrascht, als ich zur Welt kam. Nicht unbedingt, weil ich überhaupt zur Welt kam, das hat sie angezeigt bei meiner Mama. Sie waren überrascht aufgrund meiner Designs, sage ich jetzt einmal. Ja? Ich wurde mit Osteogenesis Imperfecta, also Glasknochen, geboren. Und damals waren sie ein bisschen überrascht. Hat dazu geführt, dass die Ärzte kompetent gemeint haben, ja, liebe junge Mama, das wird nichts, das geht nicht lang gut. Die Ärzte waren die ersten Menschen, aber nicht die letzten Menschen, die sich in Bezug auf mein Leben geirrt haben. Sie sehen, ich bin hier.
die ersten Jahre habe ich sozusagen viel zu Hause verbracht oder im Krankenhaus. Dank Osteogenesis Imperfecta habe ich mir oft die Knochen gebrochen. Meistens Arme, Beine, beide Beine, Arme und Beine. So eine gute Mischung immer. 2-3 Mal im Jahr. Und da habe ich dann bin ich im Krankenhaus gewesen zu der Zeit dann. Anfangs, die ersten 2-3 Jahre, war ich in den Kirchdorf, wo ich geboren wurde. Und da gab es keine anderen Stationen, also war ich immer auf der Säuglingsstation. Die ganze Zeit immer, wenn ich was gebrochen habe. Vor ein paar Jahren habe ich eine Frau kennengelernt, die da gearbeitet hat, damals. Und die hat mir gesagt, ich habe mich immer so gefreut, wenn du gekommen bist. Du warst das einzige Baby, das schon geredet hat mit mir. Habe ich sehr nett gefunden. dann war es soweit, 1983, Martin war 6 Jahre alt, Papa, Mama schnappenden, gehen in die örtliche Volksschule, Einschulungstag. Lehrerin sagt, bitte zeichne was, das weiß ich sogar, das kann ich mich sogar mal erinnern, also habe ich was gezeichnet, der Papa hat mich dann schon einen Schoß gehabt und hat gemeint, so, und jetzt schreibt dein Mama nur drauf, habe ich gemacht. Ich war einer der wenigen in dem ganzen Tag, der sein Werk schon signiert hat. Zu dem Zeitpunkt hat alles nichts gebracht. Ich habe trotzdem nicht in die Schule gehen dürfen dort, weil das Gebäude war nicht barrierefrei und aufgrund meiner Zerbrechlichkeit haben sie gemeint, ja, wir haben nicht genug Personal, damit wir die vor die anderen wüden Kinder beschützen können. Also habe ich ein Jahr warten müssen und bin dann 1984 habe ich dann gestartet mit meiner akademischen Laufbahn. Und, wie hätte es anders sein sollen, in der Landessonderschule 3 im Kinderdorf St. Isidor, in einer Sonderschule. Mit anderen Kindern, die mehrfach behindert waren. Und wir waren 4 Martins in der Klasse. Manche haben gehen können, nicht viele. Und es war so, in Mathematik, wenn wir rechnen gehabt haben, war ich dann ganz schnell so, immer derjenige, der die dicken Bücher schon aus der 4., 5., 6. Schulstufe hatte, Sonderschulstufe. Ich habe dann 3-stellige Zahlen untereinander stehend addiert und subtrahiert. Ich war der Einzige in der Klasse, der gewusst hat, was addieren und subtrahieren ist, weil meine Klassenkollegen haben an der grünen Filztafel, ich weiß nicht, ob die noch wer kennt, 3 Äpfel plus 2 Äpfel versucht auszurechnen, während ich eben 3-stellige Zahlen addiert und subtrahiert habe. Meine Lehrerin war ziemlich ein Fuchs, die hat mich sehr gefördert. Wenn ich heute gefragt werde, du, wann war es denn so, wie du draufgekommen bist, dass du anders bist, dass du behindert bist, dann ist mir jetzt so im Laufe der Vorbereitung zu dem eigentlich bewusst geworden, es war in der 1., 2. Klasse Sonderschule in einer Klasse voller Kinder, die anders waren als die meisten von ihnen. Wir haben nämlich die Maßeinheiten gelernt. Und die Frau Haslinger, sie Ruhe in Frieden, hat jeden Schüler abgemessen und dann den Namen an die Tafel und die Zentimeter. Also stand da an der Tafel Martin 1,56, Martin 1,52, Martin 1,47 und dann Martin 85. Und ich denke mir, fuck. Ich meine, damals habe ich nicht fuck gedacht, da war ich noch klein. Aber da fehlt ein Einser. Alle haben so einen Einser. Alle. Nur ich nicht. Und servus. und ich habe keinen Einser. Und ich habe dann voll zum Weinen angefangen. Ich war fertig. Die Lehrerin hat dann das runtergelöscht, meinen Namen und die ganzen Zentimeter von mir. Wir sind ausgegangen, waren wir auch nicht viel. Wir sind dann ausgegangen. Sie hat mich getröstet, es hat ein paar Minuten gedauert. Dann sind wir wieder rein. Und sie hat mit den anderen Schülern weitergemacht. Ein paar Minuten später habe ich dann gesagt, Entschuldigung, bitte schreiben Sie wieder auf. Dann ist da oben gestanden, Martin 85, und die Sache war gegessen. Die nächste Stufe war dann 1988, ups, da bin ich schon zweit. Das rennt von selber. 1988 war dann in der Landessonderschule 3 ein Pilotprojekt.
Es wurden, und jetzt halten Sie sich fest, normale Hauptschullehrer geholt. In einer Sonderschule. Damals phänomenal. Und die haben dann angefangen, diesen behinderten Kindern echt normalen Unterricht, also Hauptschulunterricht zu unterrichten. Und ich war eins der Kinder, die da mitmachen durften. Die Klasse wurde, glaube ich, wir haben 36 Schüler. Es wurden dann sogar Schüler aus der 5. und 6. Sonderschulstufe eingeladen, da zurückzutreten, dafür dann mit einem richtigen Hauptschulabschluss abzuschließen. Wir haben dann das angefangen und das war ziemlich cool. Zu der Zeit bin ich noch im Handrolli gesessen. Ich habe die Volksschulzeit im Handrolli gehabt, wo mir dann die Kollegen geführt haben. In der Hauptschule erstes Jahr auch noch. 1989 habe ich dann meinen E-Rolli bekommen. Meinen ersten. Und das ist insofern wichtig, weil es eine große Veränderung war. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Klassenkollegen. Die waren es nämlich immer gewohnt, dass sie mich firmen, also schieben. Und dann war ein bisschen so, ja, ich mach das heute, ich mach das heute, ich mach das heute. Und auf einmal kommt der undankbare Frotz und fährt selber rum. Meine Klassenkollegen waren so gepisst. Heute würde man sagen, es war eine sehr intensive Mobbingzeit. Damals haben sie mich einfach zur Weißglut gebracht und zum Weinen gebracht. Wir haben alle so gestritten. Es war wirklich fast Mord und Totschlag für ein paar Wochen. Bis ich dann eines Tages an meiner gehenden Klassenkollegen, der mich so zur Weißglut gebracht hat, ich habe ihn umgefahren. Bumm. Ich bin dann auch, bumm, der ist rücklings. Wie ein Baum ist der umgefallen. Und im wortwörtlichen Sinne um Haaresbreite an der spitzen Tischkante vorbei mit seinem Kopf. Ja genau, so um die Haare durch, es war echt schlimm. Die ganze Klasse ist da gesessen und hat das gesehen und jedem war bewusst, shit, jetzt reicht's. Gut, er hat jetzt einen E-Rolli, er fährt jetzt selber, passt. Hat ihn, ist akzeptiert und von da an war es kein Problem mehr. Hat alles gepasst, dann war ich bei jedem Wandertag, bei jeder Sportwoche, überall war ich dabei und bin halt selber gefahren, so wie ich wollte. Worauf ich heute noch ein bisschen stolz bin, also nichts mehr bringt leider, ich habe die Hauptschule mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen und von den 36 Schülern haben es nur 5 geschafft, die abschließen. Der Rest hat wieder zurückwechseln müssen in die Sonderschulen. Aber, wie wir sehen, eher kein Spoiler, alle nach uns folgenden Hauptschulklassen haben es normal durchgezogen. Und ich glaube, es gibt jetzt immer noch normale Hauptschulklassen im Isidor. Es war dann natürlich, dann war ich 15, wenn man passt, jetzt geht's Leben los, jetzt gehen wir hackeln, Kohle machen. Jetzt sind wir groß. AMS hat gemeint, ja du, da gehst du mal ins BWRZ. Ist jedem ein Begriff hier, berufliches Bildungsreha-Zentrum. Da habe ich dann einen Kurs besucht, berufliche Orientierung für Jugendliche. Lebenslauf schreiben, Bewerbungsgespräche üben, dieser Pipapo. Und ich habe dann eine Woche Praktikum gemacht im Krankenhaus, furchtbar fad, irgendwelche Sachen falten im Keller, Kuverts und so, war echt langweilig. Habe aber keinen Job gekriegt. Das AMS hat mir gemeint, ja gut, da haben wir nur einen Kurs, schulische Weiterbildung, war aber völlig irrelevant, weil ich war der Einzige im Kurs, der einen Hauptschulabschluss gehabt hat. Also, und nach ein paar Wochen ist es im AMS auch aufgefallen, ja, das hat keinen großen Sinn. Außerdem, und jetzt, das sind jetzt die Zweiten, die sich geirrt haben in meinem Leben, unvermittelbar am freien Arbeitsmarkt. Oder, da waren meine Eltern dann dabei, wissen Sie was, da haben wir einen Platz, da sind alle so wie er. Da fühlen sie sich alle wohl. Da ist alles barrierefrei, da gehen die Türen automatisch auf. Und die Lifte sind alle zum Drucken. Also das ist ein Platz, da fühlen sich alle wohl. Das ist genau das Richtige für einen Buben. Wir reden hier von Altenhof, das Dorf, jetzt Assista. 94 bin ich da eingezogen. Meine Eltern haben ins Auto gepackt, meine Sachen einpackt, da sind wir raufgefahren. Es war katastrophal. Weg von der Hand. Ich weiß heute nicht, nein, ich bin mir sicher, die Mama hat mehr geredet wie ich, aber wir haben beide ziemlich gewarnt. Wir sind da auf und die Zimmer eingerichtet und dann kommen diese Mitarbeiter und sagen echt, die ersten 2-3 Wochenenden darfst du nicht heimfahren.
damit du Augen gewöhnst, ja. Damit du dich akklimatisierst. Und ich so, wenn nicht, dann steig ins Auto, die Mama wird vom Papa fragen, weil es so gehört hat. Da sitzt sie rein, sie fahren weg. Ich stehe dann da. Yeah! Life is happening! Es war so geil. Das erste Mal, dass ich den ganzen Tag im E-Rolli sitzen habe können. Wenn nicht, dann haben wir eine barrierefreie Wohnung. Ich bin nur während der Schulzeit im E-Rolli gesessen. Wochenende und zu Hause nie. Und jetzt auf einmal kann ich überall hin, kann jeden Blödsinn machen, den ich will. Es war so geil. Und ich meine, darf nicht vergessen, ich war 16. Und manche Kinder können sich vielleicht erinnern, oder haben Kinder daheim, wir haben Eier, die so groß sind wie Stier gibt. Und das Leben ist einfach nicht groß genug. Die Stadt, die Welt, wir schnupfen es ein, das geht einfach. Da steppt der Bär. Außerdem, es wird Alkohol geben. Und Mädels! Voll viel! FSJ und andere Praktikantinnen. Und Zivis. Und alle waren motiviert, am Wochenende zum Fortgehen. Zeltfesteln, Festivals, Urlaub. Es war der Hammer. Die Mitarbeiter haben mir gesagt, du bist 16, du darfst keinen Alkohol trinken. Heute kann ich mich nicht mehr erinnern, wie oft ich betrunken war. Ist auch nicht gut. Ist keine Empfehlung, gell? Aber ich hab's auf jeden Fall genossen. Ich hab gelernt, was Frauen sind, wie ein gebrochenes Herz sich anfühlt, wie Muffins mit grünen Gewächsen drinnen schmecken. Genau. Ich rede von Marihuana. Psst. Damals, jetzt natürlich nicht mehr, ja. Kinder, Finger weg von Drogen. Also ich habe echt alles gelernt und alles ausprobiert und es war super. Die Mitarbeiter in dem Dorf waren auch genial. Die haben mich nämlich auch zur Weißglut gebracht, indem sie mich getriezt haben und sagen, hey, du kannst dich nicht aufsitzen, du kannst dich nicht selber anziehen, das glaube ich nicht. Und dann habe ich binnen einem Jahr habe ich echt alles gekonnt. Ich habe mich anziehen können, ich habe mich aufsetzen können, dann haben sie das Klo so umgebaut und plötzlich war ich ein ziemlich selbstständiger Mensch. Und weil das so gut gerannt ist, haben sie gemeint, weißt du was, geh mal in die Schule und mach die Matura. Und ich so, das ist deppert. Naja, aber sie haben recht gehabt. 95 im Herbst habe ich dann in Vöckerbruck mit der Hack begonnen. Mit Klassenkollegen, die 3 Jahre jünger waren als ich. Die Schule hat eine Rampe gehabt zum Eingang, einen wichtigen Schlüssel und einen Behinderten-WC. Aber es war alles pipi-fein. Ich habe Glück gehabt, meine Klassenkollegen, die waren nämlich super. Da habe ich gleich so 5, 6 Leute gehabt, die mir immer geholfen haben beim Klo gehen. Ich war bei jedem Wandertag, egal ob es die Waldböschung runtergegangen ist, bei jeder Sprachwoche, ich war immer und überall dabei. Und das Wichtigste, ich war bei jeder privaten Sauferei dabei. Das war ganz wichtig. Meine Klassenkollegen haben mich immer mitgenommen, abgeholt im Auto, Handrolli oder mit dem Bus. Ich war immer mit am Start. Nur die Maturreise habe ich immer gespart, weil da habe ich mir sagen lassen aus Erfahrungsberichten von ehemaligen Maturanten und auch Zivildienern, die mir oben Matura gemacht haben, ja, da ist schon ein bisschen süffig die Garde und da kommt man selber nicht immer aufs Klo. Geschweige denn, dass man einem helfen kann. Und da ich das ja von Wochenendpartys her kennt habe und meine Klassenkollegen heute, wenn wir zusammensitzen, alle schon Väter und Mütter, na ja, damals, was die, man hat sich schon gedacht, wenn du so angesoffen bist, hoffentlich schaffe ich das noch. Aber es ist immer gut gegangen. Also, es war am Endeffekt kein Problem. Und ich war eigentlich immer dabei. In der Zeit, in der Hack, war es dann so, dass ich gemerkt habe, ja, Alten habe ich da ein klar. Und Oberösterreich ist nicht wirklich barrierefrei. Damals zumindest. Also, ich muss nach Wien. Außerdem, wenn ich schon mit der Matura was habe, gehe ich immer studieren. Also habe ich Publizistik angefangen. Gewohnt habe ich in einem Studentenheim, in einer barrierefreien Wohnung. Ich bin dann mit ein paar Freunden eingezogen. Mit dem Pflegegeld habe ich dann die Miete gezahlt und die haben mir sozusagen die Wohnung gemacht und mir für mich gekocht, meine Wäsche gewaschen
und ja, mich so unterstützt. Damals habe ich noch keine Assistenz gehabt. Das ist eigentlich eh ganz gut gegangen. 2003, 1. Jänner, bin ich dann in meine erste eigene Wohnung, in der ich jetzt noch wohne, eingezogen. Auch mit einem Kollegen aus dem Studentenheim, der auch wieder für freie Miete sozusagen den Haushalt geschmissen hat und die Wäsche gewaschen hat und alles gemacht hat. Während dem Studium habe ich ein bisschen gekackelt. Ich war jetzt kein Musterstudent, aber ich habe es genossen. Und ich habe viel gelernt auch. Ich habe während meiner Zeit habe ich in einer Werbeagentur zum Beispiel 2 Jahre gearbeitet als Werbetexter. Und 2007 war es dann soweit, dass ich persönliche Assistenz kennengelernt habe. Ich weiß, das gibt es in Oberösterreich auch. Ich will mich da jetzt nicht lang und breit auslassen. In Wien ist es so, dass ich das dann eben gekriegt habe und das war dann wirklich also ein Wuh! Ja, nicht nur, dass die Mitbewohner jetzt was zur Miete beitragen mussten, was auch sehr cool war. Nein, ich habe dann auf einmal auch jemanden gehabt, der mich sagen hat können, hey, das möchte ich, dann gehabt, dann gemacht haben, so möchte ich das gemacht haben und wenn das nicht passt, dann reden wir drüber und ich sage dann mal, so nicht und bitte anders und überhaupt und sowieso. Und ich muss nicht immer furchtbar dankbar sein. Wobei natürlich, Stefan, hallo, ich bin natürlich dankbar, aber man muss nicht immer so knien und wenn man einen Freund was bittet, ist das was anderes, wie wenn man jemanden dafür bezahlt. Und das ist eine super große Freiheit, die man da hat und die mein Leben auch massiv verändert hat. Im Juni 2012 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und zwar mit Social Media Beratung. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, war der Superpraktikant. Der Josef Bröll, der ehemalige Finanzminister. Der hat damals in der Blütezeit der Diskussion über unbezahlte Praktikas, hat unser oberster Finanzer gemeint, jetzt schreiben wir mal unbezahltes Praktikum aus. Ist eine gute Marketingidee. Und da haben sie dann die Leute bewerben können. Ich habe das auch gemacht. Ausgeschrieben war Praktikum, Begleitung zum Jägerball, Nachtslalom ins Kitzbühel und bei den ganzen Amtswege. Super Ding, eine ganze Woche. Ich denke mir, haut hin, mach ich auch. Und ich habe dann ein Video gemacht, einen YouTube-Kanal angelegt, ich habe meine erste eigene Facebook-Seite erstellt. Damals habe ich nur auf Facebook gehabt mit habe gerade einen Joghurt gegessen, meine Frisur sitzt heute nicht, oder ich war jetzt gerade Pipi machen. Sie wissen schon, damals halt. Heute ist ja das alles anders. Und da habe ich meine erste Seite erstellt und es war ziemlich cool. Wir haben nämlich es hat 2 Votings gegeben und das erste Voting habe ich gekillt. Und zwar gegenüber Falterjournalistinnen und Politiker aus anderen Parteien. Die habe ich alle weggeputzt. Mit meinem Slogan Politik Rat an Rat. Ich habe ihm angeboten, eine Handrolli zu stellen und einen Assistenten und wir verbringen die ganze Woche gemeinsam im Rolli sitzend. Er hat es irgendwie nicht wollen, glaube ich. Anyway, ich wurde nicht Superpraktikant, aber ich habe gelernt, wie powerful, also wie mächtig und cool Social Media ist und dass, wenn man eine Geschichte zum Verzählen hat, es genug Leute gibt, die es hören wollen. Ich bin selber immer erstaunt, weil die Leute sind interessiert. Und zwar auch die 12-Jährigen, die sich die Pranks und den ganzen Schmarrn auf YouTube anschauen. Die schauen sich meine Sachen genauso an, haben dann Fragen dazu und sind interessiert. Und so ist dann auch Marbacher TV entstanden. Das habe ich 2011, das ist mein 2. YouTube-Kanal eigentlich, habe ich das online gestellt, mit der Absicht, den Menschen ein anderes Bild von Behinderung zu zeigen. Nicht das, was Licht ins Dunkel und die ganzen Zeitungen zu machen, sondern mein Leben ist gar nicht so schlecht. Ich bin nur ein Kürzer, komme nicht überall hin und muss durch die Küche fahren, damit ich aus der Bühne komme wie da. Aber hey, ich bin da. Und das Geilste ist, ich werde sogar zahlt dafür. Ich meine, das ist ja geil, oder? Danke, Diakoniewerk übrigens, gell? Macht echt gut. Und das alles aufgrund von Social Media. Ich möchte Ihnen aber jetzt nicht meine Sachen näher bringen, sondern ich möchte Ihnen YouTuber sagen, die
auch behindert sind und auf YouTube aktiv sind. Ich habe im Rahmen meiner Selbstständigkeit auch Workshops und einen habe ich gemacht jetzt und da haben wir gemeinsam dann sind auf diesen Hashtag gekommen. AbilityTube. Mir gefällt der Hashtag ganz gut. Und ich werde den jetzt verwenden, einfach immer um YouTuber mit Einschränkung oder mit Behinderung eigentlich zusammenzufassen. Und einige von denen möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Weil ich, ja, wir reden nachher darüber warum, aber jetzt sage ich Ihnen einmal, es ist MaxTV. MaxTV ist ein deutscher YouTuber mit 536 Abonnenten. Und er hat eine Lernbehinderung und macht seine Sache aber ganz cool. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maxi kommentiert Kommentare. Heute schon der 11. Teil und wie man sehen kann im Freien. Und ich habe heute nur 4 Kommentare zusammengebracht. Nachdem es gestern leider Gottes nicht funktioniert hat, scheiß Technik halt, na, deswegen gibt es erst heute das Video. Und das Samstag-Video, das verschiebt sich, das gibt's trotzdem. Weil es ist ja immer noch der Freitag dazwischen. Aber okay. Da fange ich jetzt einmal an mit den Kommentaren. Los geht's mit dem ersten. Ist ja klar. Also am lustigsten am ganzen Video waren die 2 Balken rechts und links von dir. Die hatten den größten Unterhaltungsfaktor. Den Scheiß in der Mitte kann man vergessen. Der Knaller der Woche. Ja, den Kommentar kannst du ja auch vergessen. Der Max ist für mich deswegen besonders, weil er hat eine Lernschwierigkeit. Das kommt natürlich in seinen Videos immer raus. Und im Internet sind einfach echt auch ziemlich viele Idioten unterwegs. Und aufsteigen. Entschuldigen Sie mein Französisch. Aber also ich selbst gerade auch Kommentare wie ich hoffe du Zwerg vermehrst dich nicht oder stirb du Sau oder die Gaskammer ist das Richtige für die. Also solche Dinge kriegt man auf YouTube da mit. Aber ich meine, das sind bei 100 Kommentaren sind das einer. Und auf diesen einen Kommentar kommen 200, die anderen fertig machen. Also es ist schon, die Balance heute schon ganz gut. Aber es gibt schon ein paar Vasen. Und ein Mensch wie der Max, der zieht den natürlich an, weil er einer viele Möglichkeiten gibt, anzugreifen. Und er macht das aber ziemlich cool, indem er schreibt auf seiner About Me-Seite auf YouTube: Willkommen hier in meinem Kanal, hier gibt es Sachen zu sehen, wo mir so einfallen. Also er schreibt so, wie er redet. Ich freue mich über jeden positiven Kommentar, denn negative gibt es zu Genüge. Und das schreibt er in seine Über mich-Seite. Und das finde ich schon ziemlich cool, weil er war schon echt, diesen. Ich mach's trotzdem. Und seine 536 Abonnenten sagen halt, ja, es funktioniert. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Dann haben wir die Julia Bautz, die ist 16, Österreicherin. Und sie ist halt ein Mädel und sie macht ihr Mädelzeugs. Von Make-up-Tipps über leere Boxen, also leere Make-up-Dosen, bis hin zu. Sie hat jetzt sogar mit sie hat jetzt 370 Abonnenten, hat aber trotzdem das Selbstbewusstsein, einen zweiten Kanal anzulegen, in dem sie, wie hier steht, Daily Julia. Sie macht Daily Vlogs. Für die, die nicht wissen, was das ist jemand, der den ganzen Tag mit einer Kamera rumrennt, jeden Tag, und sich filmt. Und jeden Abend das Video dann online stellt. Das nennt, so wie Tagebucheinträge. Nur ein bisschen aufwendiger. Und die junge Frau hat jetzt sicher noch nicht das interessanteste Leben, macht's aber trotzdem. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Schauen wir mal, ob's geht. So, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich hoffe es. Und zwar habe ich da so einen Vokabelkasten. Ich mache den jetzt mal so. Also so sieht das aus. Ich habe jetzt so viele schon gemacht, wie da jetzt drin sind. Und ich mache den jetzt leider dazu so. Und hier ist mein Vokabelheft noch. Da sind die restlichen Karten drin. Das sind so kleine Karteikärtchen. Und ich habe jetzt schon
das abgeschrieben und die zwei Seiten abgeschrieben. Der nächste ist der Mick Bergsma. Der ist auch ziemlich eine coole Socke, ist Australier. Er ist 90% taub, verwendet in seinen Videos Gebärdensprache, hat aber auch Lautsprache und er schreibt in den Videos immer rein, was er sagt. Und das ist aber vollkommen wurscht, was er ist und was er hat. Weil der Mann ist ein GoPro-Mann. GoPros sind die kleinen Kameras, die sich die psychopathischen Snowboarder und Mountainbiker auf den Helm schneiden, damit sie diese absurden Sachen filmen können. Und er ist ein Partner von GoPro. Er wird rund um die Welt geschifft von der Firma, um ihr Produkt zu promoten. Das heißt, der Mann, Behinderung oder nicht, völlig wurscht. Der hat's gemacht, der hat 379.000 Abonnenten. Da wäre ich ganz wuschig, wenn ich das höre. Hätte ich auch gern, ganz ehrlich. Er macht das aber auch cool und er ist eine coole Socke. Man sieht das schon im Intro, er ist professionell unterwegs. Nur damit Sie einen kurzen Eindruck haben von ihm. Bei ihm geht es wirklich um die Technik, die ist im Mittelpunkt. Bei dem Video testet er Linsenaufsätze für diese kleinen Kameras. Das Coole ist, man muss gar keinen Ton haben. Also man versteht ihn schon, aber er hat halt alles immer dazu geschrieben und da macht er dann seine Vergleiche dazu. Und das Ding funktioniert. Technik ist sowieso immer gefragt. Und er ist ein hübscher Bursch und eine coole Socke, Surfer, Snowboarder und ja, das ist echt ein spannender Kollege. Dann die Y. Das ist, die Y ist eine, der hat zuerst 123 Abonnenten, aber, meine Damen und Herren, das wird noch große. Die ist eine junge Frau. Die hat gerade studieren angefangen, glaube ich, aus Deutschland. Und sie ist blind. Und sie hat einen Humor. Sie ist großartig. Sie macht Awareness. Sie erklärt das Leben aus, von einem blinden Menschen. Mit einem wunderbaren Humor. Sie macht Sketches. Sie macht die 10 komischen Dinge, die dir passieren, wenn du blind bist. Und sie macht dir die Leute nach und so. Wie sie reagieren auf blinde Personen. Oder sie erklärt die 10 besten Reaktionen auf blinde Menschen. Fixiere dich ganz auf diesen Finger. Stelle dir eine Welt vor, in der Natur noch Natur ist und Menschen mitdenken. Denn das finden wir heute in 10 Arten von positiven Reaktionen auf die Sehbehinderung. Nummer 1. Ja, cool, ich freue mich auf jeden Fall. Wie wollen wir das denn dann machen? Ich kann ja nicht erkennen, wenn du irgendwo auf mich wartest. Ja, du, gar kein Problem. Warte du einfach vom Eingang und dann komme ich auf dich zu. Nummer 2. Guten Tag, ich reiche Ihnen mal die Hand. Nummer 3. Noch eine Frage bezüglich Ihrer Seheinschränkung. Welche Hilfsmittel oder Hilfestellung benötigen Sie denn unsererseits, um gut arbeiten zu können? Ja, eigentlich benötige ich nur meine Hilfsmittelprogramme auf dem Rechner, um schriftliche Materialien zu bearbeiten. Und falls ich Auswärtstermine habe, bräuchte ich deine Assistenz, die mich begleitet. Mhm. Ja, also da sehe ich gar keine Schwierigkeiten. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall Wege finden, um uns ein gutes gemeinsames Arbeiten zu ermöglichen. Die Frau Y, eine heiße Empfehlung. Sie ist ganz, ganz, ganz süße. Und auch hier auf ihrem Kanal schreibt sie eben, sie möchte eine Konversation starten und sie möchte Aufklärung betreiben. Und sie will, dass die Leute sie anreden und sie mit ihr eine Diskussion starten auf YouTube, damit die Barrieren, die jetzt nicht behinderte zu blinden Menschen haben, abgebaut wird. Das heißt, sie ist eine sehr reflektierte Person und sie weiß auch sehr genau Bescheid, was abgeht und wie das Leben sein soll und was man besser machen kann. Und sie bietet Lösungen an. Sie versucht mit ihrem Kanal wirklich aufzuklären. Und deshalb wirklich auf einem feinen, humorigen, aber inhaltlich sehr, sehr guten Weg. Jetzt einer meiner Favoriten,
Na, sagt Emma. Meine Damen und Herren, wenn Sie ein bisschen Englisch kennen, das ist eine Empfehlung. Er ist genial. Bitte? Redet er irgendwann mit mir? Nein. WOW steht für Workout Wednesday. Hi, I'm Zach Anner. Welcome to Workout Wednesday. This week, we're going to be playing one of America's greatest pastimes. Breaking into a sporting venue we have no permission to use. We're also going to be playing baseball. Here's what you need. Workout baseball. Workout bat. Workout Gina Steele's catcher's mitt. And workout chewing tobacco or bubble gum. Let's go with bubble gum. Take me out to the ball game. Take me out to the play ball. All right, bring the heat. You can't spend your whole life thinking about the opportunities you missed. Like, yeah, okay, Will Smith turned down Neo in The Matrix, but he got to be in the Wicked Wicked Wild Wild West. And that is the seventh greatest giant robot spider movie of all time. It's going over the fence. Doesn't matter how many times you strike out, you just gotta keep swinging. Let me tell you a little story about an author with a book about a magical boy wizard. She sent that book to publisher after publisher and was rejected time and time again. But you know what that book finally became? Gary Grumble and the Magical Rhombus. It wasn't a very good book, but at least she got it made. Das Geniale an ihm ist, hat in jedem eine mehr oder weniger ernst gemeinte Lebenslesson. Bei jedem seinen Trainings. Sie müssen nur mal schauen, wann auf der Treadmill am Laufband ist. Als Zerebralparetiker. Es ist zum Sterben. Er ist echt genial. Und er hat bei der Oprah Winfrey, das war eine amerikanische Talkshow-Masterin, sogar mal seine eigene Fernsehserie gewonnen. Und zwar ein Reisemagazin für Rollstuhlfahrer. Und er ist ja als Comedian eigentlich unterwegs und er ist einfach genial. Und das Geniale an ihm und auch an all den anderen, also bei ihm jetzt, er geht auf die Humorschiene ein. Das heißt, er kann sich in die Köpfe dieser nicht behinderten Menschen, die jetzt nichts mit Behinderten zu tun haben, leichter einschleichen und das Thema lancieren, dieses Behindertenthema. Die anderen YouTuber, die sie gesehen haben, sind zum Teil Leute, die versuchen aufzuklären. Es gibt aber dann auch die Isoke aus Deutschland, die hat dieselbe Behinderung wie ich. Das ist eine Dame, die hat zwar ein paar Videos gemacht über ihre Glasknochenkrankheit und warum ihre Stimme so hoch ist, aber ihr Hauptfokus ist Bücherreviews und dann DM-Holes. Das ist, man kauft die Produkte bei DM und sagt dann, der Lippenstift ist schöner als der und der ist flüssiger und der ist weicher und dieses Rouge ist noch besser. So ungefähr stellen wir das vor. Ich muss noch einer Sekunde immer abschalten. Nichts gegen Beauty-YouTuberinnen. Sind super. Aber nicht meine Welt. Und die Dame im Rollstuhl, die macht denselben, dasselbe Zeug, was alle anderen Mädels auch machen. Und was ich auch sehr cool gefunden habe, so habe ich sie nämlich kennengelernt. Sie hat sich ein neues Kleid gekauft und hat es dann vorgeführt. Rolli hin oder her, Glasknochen hin oder her. Sie hat ihr Kleidchen gezeigt und gesagt, das habe ich jetzt bei Primark gekauft und das habe ich da gekauft und die Schuhe sind daher und mit diesem Schal mache ich das und das. Und das Ding geht. Die Frau hat 85.000 Abonnenten. Und das Spannende an ihr oder so auch an Zack Anner und dem Nick Betzma, die machen nicht nur Behindertensachen, sondern auch andere. Und jetzt ist das, was jetzt für Sie relevant sein wird. Winter is coming. Sie müssen sich ja überlegen, was ist die Zukunft von meiner Einrichtung? Was ist die Zukunft von meinem Job? Was bietet ich zukünftig an Menschen mit Behinderungen? Wie kann ich den ganzen, den ganzen Apparat finanzieren? Und das sind alles Dinge aus unterschiedlichen Richtungen, die auf Sie zukommen werden. Und jetzt kommt da aus dem Internet, aus dem Social-Media-Bereich, kommen da Behinderte. Die machen YouTube, die dann Blogs schreiben, die schreiben Bücher, die sie promoten, unter anderem über Online und somit auch in diese Bestsellerlisten reinkommen.
die sagen, hey, mein Leben schaut so aus. Oder es gibt in Deutschland eine Bloggerin, die hat sozusagen, die ist ganz knapp an der Sarah Jessica Parker dran mit Sex in the City. Die ist Rollifahrerin und hat trotzdem einen sehr coolen Lifestyle in Berlin und die schreibt schon wieder, hat gerade ein Buch rausgebracht. Kann ich nur empfehlen, Laura Gehlhaar. Und es sind Leute mit einem ungemeinen Selbstbewusstsein, die entweder auf humoristische Weise das Thema Behinderung angehen oder auch wirklich aufklärerisch, nicht nur gegenüber Nichtbehinderten, sondern auch, und das ist jetzt das Wichtige, gegenüber behinderten Menschen. Weil jeder 12-Jährige heute weiß, wie er einen YouTube-Kanal startet. Ich habe 12-Jährige gesehen, die haben einen Kanal gestartet mit Merchandising, mit Sprüchen, mit gescheitem Design, vom Start weg. Die haben nicht einmal ein Video gehabt, aber das Ding hat ausgeschaut, wie professionell gemacht. Ich habe 2 Jahre gebraucht, bis das so ausgeschaut hat. Und ich habe immer noch kein Merchandise. Und die Kids fahren da weg. Und warum? Weil sie Vorbilder haben da draußen. Sie haben ihre YouTuber, die so sind wie sie, oder halt einmal, sie werden wie die, und haben auch die Möglichkeit dazu, weil sie die physischen Voraussetzungen haben. Und jetzt kommen YouTuber, die behindert sind, und sagen, dass es auch geht. Und die beschäftigen sich dann auch mit gesetzlichen Dingen, mit den Rechten. Dieses, Sie wissen schon, dieses Illusorische, wir haben die gleichen Rechte und wir dürfen mal überall rein und alles muss barrierefrei sein. Entschuldigung. Alle sind wir gleich und so. Den ganzen Bullshit, der uns dann die Welt so verklickern will und alle an der Kamera hingerichtet wird, aus Sicht sagt, ja, natürlich, natürlich. Wenn die Kamera ausgeschaltet ist und sagt, gibt's eine Kohle her, gibt keiner was her, weil das kostet alles Geld. Und jetzt kommen die Behinderten und sagen, hey, am Papier steht's aber, gell, Burschen? Und das Coole ist, MaxTV ist ein gutes Beispiel, es passiert in jeder Schicht, jede Behinderungsort, ob blind, ob taub, ob lernbehindert oder mobilitätseingeschränkt. Sie alle haben ihre Role Models, die zuwachsen. Und alle sind sich dessen bewusst, was sie machen. Und alle beschäftigen sich mit dem, was möglich ist. Und was eigentlich gesetzlich vorgegeben ist. Und da, meine Damen und meine Herren, haben sie noch was zu tun, zukünftig. Denn die werden immer selbstbewusster, ihr Klientel. Und immer fordernder. Aber da uns deswegen sage ich, Winter is coming. Kennt jemand Game of Thrones hier? Ja? Nein? Okay. Für die anderen, die es nicht kennen, fragen Sie, die jetzt ja gesagt haben. Da kommt Winter is coming. Und das ist keine gute Geschichte. Denn Winter ist nämlich wirklich sehr kalt. Aber ich will nicht, dass Sie erfrieren. Deswegen mein Tipp an Sie. Go social. Fangen Sie mit Ihrer Institution an, oder Ihren Institutionen, ins Social Media zu gehen. Starten Sie Ihren eigenen Facebook-Seite, starten Sie Ihren Instagram-Account, starten Sie Twitter, YouTube, was immer für Sie passt. Und ich weiß schon, jetzt kommt, ja nein, Shitstorm und das ist so viel Arbeit und was soll man erzählen? Ich meine, wir haben doch gar nichts zu erzählen. Erstens, der Shitstorm ist sowieso da. Ob Sie jetzt dort sind oder nicht. Wenn Sie Scheiße bauen, kriegen Sie die Leute genau dort auf. Wenn Sie nicht drauf sind auf die Plattformen, kriegen Sie es nicht mit. Dann kriegen Sie über die Zeitung mit und dann brennt der Hut aber erst richtig. Also wenn Sie dabei sind, können Sie sowas aufgreifen und zu Ihrem Positiven tragen. Sie müssen nur wissen, wie. Und vor allem, Sie müssen einmal dabei sein. Und was soll ich erzählen? Ganz einfach. Ich stelle Ihnen jetzt Fragen und Sie überlegen sie die einfach. Und wenn Sie eine der Fragen mit Ja beantworten, dann haben wir das schon geklärt, ob Sie online gehen sollen oder nicht. Sammeln Sie regelmäßig Spenden. Gibt es 2 Weihnachtsausschreibungen? Verschicken Sie diese hübschen, selbstgemachten Postkarten und hoffen, dass die Leute mehr bestellen. Oder mit einem Scheck dazu. Machen Sie das einmal im Jahr? Wenn ja, haben wir das auch geklärt. Setzen Sie in Ihren Institutionen Freiwillige ein. Bin ja nicht unbedingt ein Fan davon, aber ich weiß auch, es geht halt zum Teil nicht anders. Wenn man als, in einer Institution, als Mensch, der dort wohnt, einmal raus will und was machen will, muss man halt heutzutage leider schon auch auf Freiwillige zurückgreifen. Ich weiß,
Ist nicht cool, aber ist Realität. Sie sind Arbeitgeber für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wollen Sie sich gut darstellen? Wollen Sie ein begehrter Arbeitgeber sein? Wollen Sie gute Mitarbeiter haben? Motivierte Mitarbeiter? Wenn ja, haben wir es schon geklärt. Und haben Sie Werkstätten, wo Sachen produziert werden? Diese hübschen Körbe, die Bilder, die Töpfe und all die Sachen. Haben Sie das in Ihren Werkstätten? Haben Sie Geschäfte, wo Sie das verkaufen? Verkaufen Sie das Zeug bei Weihnachtsmärkten? Wenn ja, haben wir die Sache geklärt. Das alles und vieles mehr. Das waren nur 2 Minuten kleine Hirnwichserei von mir. Ich kenne Ihre Institutionen nicht. Wenn Sie ein paar Leute zusammensitzen und motiviert sind, kommen dann noch 100 andere Sachen, die Grund genug sind für Sie zu starten. Weil kleine spendenmäßig. Wenn ich jetzt auf Social Media stark bin, mache ich da eine kleine Kampagne und dann finanziere ich einen Gruppenurlaub über Crowdfunding. Klingt jetzt einfach, ist es nicht, aber es funktioniert. Ganz was. Es ist mehr Arbeit und Sie müssen auch wirklich Mitarbeiter dazu abstellen und engagieren. Und, was ich Ihnen auch empfehlen würde, ist, wenn Sie Werkstätten haben, machen Sie weitere auf. Eine Medienwerkstatt. Lassen Sie Ihre Bewohner, Ihr Klientel mit Kameras arbeiten. Lassen Sie sie schneiden lernen. Machen Sie Videos mit denen. Und dann machen Sie vielleicht eine Serie, die an Teleshopping-Kanal ist, wo Sie eigene Produkte verkaufen. Auf witzige Weise. Das funktioniert. Das gibt's noch nicht und ist interessant. Und ich sage Ihnen das nicht, weil ich dann möchte, dass Sie mich anrufen und ich für Sie das aufsetze. Ich mache das, weil ich will, dass Sie erfrieren, wenn der Winter kommt. Wenn Sie mir folgen wollen, das sind meine Kanäle. Das gepunktete rote Ding ist Snapchat. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, fragen Sie Ihre Kinder. Das war's von meiner Seite. Ich möchte mich herzlich bedanken. Wir sehen uns am Nachmittag noch, wenn Sie Fragen haben. Und noch ein schönes Martin-Stift-Symposium. Danke sehr. Dankeschön, Martin Habacher, danke für diese Tipps.